Eine Therapiemöglichkeit des Manufits ist der Ringebaum. Dazu benötigen Sie eine Fußleiste und zwei Bögen. Die Bögen werden an der Seite eingesteckt und so die Fußleiste fixiert. Dann nehmen Sie die beiden Bäume, die werden zusammengenommen und in die mittlere Aussparung auf der Fußleiste eingesteckt. Danach kommen die Wellenleisten, die Sie in einer variablen Höhe einstecken können, je nachdem, wie Ihre Patienten dies zum Training benötigen. Dies geht auch sehr leicht, einfach durchschieben, einrasten und dann kann es schon losgehen. Um mit dem Ringebaum mit dem Patienten arbeiten zu können, wird der Ringebaum frontal zum Patienten gestellt. Der Patient greift sich einen Ring und platziert diesen Ring auf der Wellenleiste in einer Mulde. Die Mulden sind dazu da, dass der Patient erstens mal ein Gefühl bekommt, einen Stopp bekommt, wann er den Ring loslassen kann. Zum Zweiten verhindern diese Wellen und die Bögen, dass man die Ringe beim Arbeiten wieder verschiebt. Der Patient arbeitet in der Abduktion beim Greifen des Ringes, aber auch in der Elevationsbewegung im Schultergelenk, beim Aufhängen der Ringe in verschiedenen Höhen. Die Adduktionsbewegung wird trainiert, indem der Patient auf der gegenüberliegenden Seite der Körperhälfte die Ringe auf die entsprechenden Leisten aufsteckt. Um die Abduktionsbewegung noch zu verstärken, kann man den Patienten auch seitlich zum Ringebaum stellen. Wenn er jetzt die Ringe aufsteckt, wird eine deutlich größere Abduktionsbewegung im Schultergelenk verlangt.